Und da sind wir wieder bei Hearthstone in der Arena mit dem Priester mit dabei, wieder der Kapuze. Hallo. Hallo! Oh, Maru, die Torbensmutter. Ja, ich Die, weiß. jetzt habe ich, hab ich schon eine E-Mail bekommen. Also jetzt hat mich angerufen, auch schon. Wenn der Torben aber nicht zum Unterricht erscheint, dann kann ich da auch nichts Ja, machen. voll. Ich meine, der Ketusa, der ist da gar nicht mehr gesehen worden. Der Torben war wenigstens Ja, mal da. stimmt. Ja, aber der Kel'Thuzad ist stärker als der Torben. Deswegen sind sie bei Kel'Thuzad vielleicht nicht so streng. Das kann natürlich sein, ja. Traut sich die Mutter nichts sagen, weil der Kel'Thuzad ist halt schon stark. Die haben Angst vor ihm, glaube ich, ja. Und wer Da kommt? ist Wer er, der kommt? kommt ja kurz vorbei hier. Hallo, du brauchst ihn jetzt nicht Guck mal, mehr. Kel'Thuzad, schau Ja, jetzt. aber ich muss ihn wegschicken, wir brauchen ihn Wer nicht hat jetzt. mich gerufen? Jetzt brauche ich dich nicht mehr, geh So, weg. Wie weit so war die aber? frech. Du bist zu früh. Okay, ich wieder. Wer jetzt kommt Gut, denn noch dann spielen wir vorbei? halt das Boah. Gegnerdeck. Ja, Okay, genau. wenn ihr es Hol unbedingt uns halt. wollt. Ja, ehrlich, hol mir ein paar Feuerbälle. Dann nehme ich Wenn halt deine sein muss. Karten. Oh, Akolade ist nicht schlecht. Mit dem, was er spielt. Wenn ins Gesicht pinkt, spiele ich den, ja. Also den Jägerin. Damit kann ich auf jeden Fall vieles töten, was im Feldkurs kommen kann. Ja, und er Oder riskiert einen das Ping. Mana-Gespenst, weil er hat ja gerade keine Karte gehabt zum Spielen. Ja, okay. Dann glaube ich, den Krieger in der folgenden Runde. Na, Ah, wenn er Karten Neid haben wir das. zieht, dann nehme ich auch seine Karten. Hallo. Na, no, ich so, oh, okay, Dankeschön, Dankeschön. Ah, Grüße. ein Blizzard. Den nehme ich gern. Die Karten habe Oh ich. ja, Drei, die ist eine gute drei, Karte. zwei. Meine Das ist Magie so wird eine euch in starke Stücken Karte, reißen. die man gerne vergisst. Blizzard, Das ist ja. schon. Das ist schon eine. Also, wenn ich an den Magier denke, dann denke ich an den Flamestrike. Oh, da Frostblitz. Da frostet er. Was spielen wir? Ich würde Oder jetzt. Acolyte? Na, jetzt kommt dir. Oder Sch die Violetta, würde ich sagen. Ausbilderin? Da kommen nämlich nächste Runde mit der Ja, Coin und irgendwas ein bisschen genau. Spells holen. Da muss er schon noch was raushauen, um die Oder zu Feuerball ziehen. killen. Genau, irgendwer wird ziehen jetzt einen Ja, ich Feuerball. vermute, es kann sein, dass er einen Feuerball spielt, weil die Eure schon. Magie wird euch Ein nicht Zauberbrecher. grauen. Ist okay, aber. Den Ja. gönne ich ihn, weil den kannst du ja raufheilen dann wieder. Noch besser, ich So, graf ihn wenn. einfach jetzt. Achso, okay, ja gut, das ist noch besser. Ja. Und weg damit. Oh, das ist schön. Weißt du, wenn sich das so. So Das zusammenfügt. passt so richtig. Ja, genau, Das wenn macht es richtig so viel Spaß. zusammenfügt. Wie so ein Puzzleteil. Du denkst, oh, das ist jetzt das perfekte Spiel, wenn ich das jetzt mache. Richtig schön. Das So, könnte. das sind fiese Secret. Vaporisieren. Deswegen Ist spiele ich das. erst das hier. Dann sehen wir, was es Ja. ist. Erst duplizieren. Ah, okay. Da nächste Runde Dann aber Flames 3 kommt, schenken wir würde doch ich gerne. lieber Heilen, hochheilen. ja, auf jeden Aber Fall. ich würde die keine rausspielen, weil dann hat er. Wollte er eh nicht spielen, den Flamestrike. Und dann haben wir Also, du, was. ja, er wird die nicht spielen, weil er würde es eher keinen killen, bis auf die 3-2er. Wenn er darauf stolz ist. Möge meine Vorfahren Ui, da denkt er sich. Danke! Haha. Und die Kultmeisterin. Legt mir gerade, ob es mir wert Jetzt wir wäre, sind. ihm eine Karte zu nehmen und dann für den Blizzard zu spielen, aber ich glaube, das lassen wir. Aber jetzt ziehen erstmal seine Karten. Noch ein Was Blizzard. hast du? Ja, schön. Was hat er anzubieten? Naja, wollen wir ihn spielen? Na, wollen wir. Nein, nein, ich spiele den Yeti aus und trade normal. Er kriegt eine Karte davon, das ist mir herzlich egal. Oder ich spiele aber nicht den Yeti aus, sondern den Akolyten und heile mein Minion Weil, wieder warte mal, hoch. weil das Ding ist ja. Ich heile mein Minion lieber wieder hoch. Ja, aber killst du sie Warte nicht? mich Die ab. 4-2er? Doch, doch, mit den 3-2er. Lass ja, aber dann die stirbt halt Nerven einer von dir. sprechen. Ja, Ah, nein, klar, du musst ja hochhalten. Ah, nein, du musst. Nein. Ich meine, beim nächsten Zug dann. Aber wenn es den hochhältst, dann nicht. Ja, Genau. das habe ich vergessen. Und wenn er nichts mit Weil Taunt spielt. ich will ihn aus der Reichweite vom Flamestrike kriegen, Genau, deswegen. das war mein Ziel. Ich habe mich so gut getauscht. Ja, Und vor allem haben wir aber jetzt zweimal Blizzard. Das heißt, wenn er er hat keinen ihn Taunt wahrscheinlich spielt. auch. Die Tore sind Okay, er geöffnet. spielt einen Taunt. Er hat ihn aber wahrscheinlich auch den Blizzard. Möglich. So. Wir könnten jetzt Kobalt Blizzard Also spielen. müssen. Und dann traden wir halt den 3-6er da rein. Es geht ja nicht anders. Wobei, nee, wir können Blizzard Ja. spielen und den heilen. Nein, der bleibt noch auf dem Feld. Das ist, glaube ich, besser. Mach das, mach das.
Dankeschön, wir schlagen ihn mit seinen eigenen Mitteln. Meine Magie will euch in Stücke reißen. Also, das ist ein typischer Verzweiflungsschrei, ja. Hast du gemerkt? Ja, von wegen. Das ist ein typisches Shit. Ja, was machst du jetzt? Hm? Flamestrike? Oh, wie süß. Oh nein! Und noch ein Lehrling. Ups. Schade, wir können jetzt bitte sie. Wir können ja die Runde nicht töten, leider, bis jetzt. Aber. Ja, was machen wir? Wir spielen jetzt den Zombie-Fraß und die klagende Seele, um den Zombie-Fraß wieder zu heilen, nur um ihn zu ärgern. Ja, mach das. Aber du könntest auch den Gurubashi-Typen spielen. Ja, könnte ich. Jetzt, na wohl, naja, nein. Ja, und greif vor the face, oder? Ja. Wir haben so viele Karten auf der Hand, dass wir jetzt einfach raushauen können. Ja. Er hat. Naja, er könnte schon noch einen Strike. Ja, er könnte einen Flamestrike haben noch, klar. Weil dann wäre das, dann hätte er jetzt Board Clear, kommt da. Oh. Das Mentalkontrollomat. Und ein Taunt. Aber ich habe noch hier so eine kleine Sache. Und zwar. Den Blizzard! 3 AOE-Schaden. Ja. Und er hat die verrechnet vom Mana her. Oh. Warum hat er sich. Achso, weil er den. Achso. Und Tschüss. Jetzt sieht's. Und Mörlöckel. Oh, das war ja wie. Oh, weißt du, das ist so ein Puzzleteil, das so perfekt ineinander passt. Mhm. Oh, hat er noch gut gespielt. Hast du auch gesagt? Ja, klar. Ja, okay. Aber oh, mit dem der Kobold, der hat's ihm gegeben. Ja. Schöne Sache. Das macht immer so viel Spaß, mag mit deinen eigenen Waffen zu schlagen. Ja, voll. Er verdient sie auch nicht anders, weißt du? Das ist wie gesagt so ein Typ, der. Wenn du ein Auto hast und ein Typ steht neben dir in sein Auto und der gibt halt voll viel Gas und will zeigen, wie viel PS ein Auto hat und der gibt voll Gas und fährt dann irgendwie rein. Ja. Genauso befriedigend ist es. Hey, der macht das immer, der kommt immer kurz vorbei, so hallo, ich war mal kurz da und dann geht genau, er wieder. Hallo, ich bin noch nicht tot. ja, genau. Oh, ist der Torben, komm, der Torben. So nee, der Torben. Der Torben kommt nicht. Frau Meier, der Torben kommt nicht. Die Frau Meier. Oh, der Torben. Das ist auch ein Hundling. Der schwänzt wieder, oder? Ja. Oder wird gemobbt von seinen anderen Freunden und. Ja, weil so haarig ist. Ja. Ja, du haariger Junge, du. Ja. Torben ist so ein Wolfsmensch. Ich meine, guck mal die Arme hier an. Die hat ein verbranntes Gesicht. Echt? Guck mal, wie schwarz das Gesicht ist. Warum ist es so? Keine Ahnung. Was ist mit dir? Grüße. Entschuldigt bitte. Grüße. Spielt ihr Grüße. Dann mit Feuer? Oh, der Pyro. Die Klingenmeister einfach rausspielen jetzt. Bitte. Nicht den Murloc? Achso, der Murloc würde sterben, wenn er einen Spell spielt. Ja, für jeden Spell den Murloc tot. Hier kann er nur mit einem arkanen Schuss das Board clearen. Ja, stimmt. Ich glaube, er wird nicht traden, tun wir es traden müssen. Oh, hat Misha gezogen. Na, haben wir Mana gespendet im Murloc. Die werden uns schon retten. Ja. Believe. Die finde ich, ich find die Karte, was er da gezogen hat, aber auch gut. Also nicht also ist eine generell der die Karte. Oh, Multischuss. Aber ist okay. Wir kriegen jetzt falls von dem Ding hier 8 Schaden wahrscheinlich rein oder 12 Schaden sogar. Ah ne, perfekt. Die wird die Ausbilderin. Die Lehrerin kam pünktlich. Die Lehrerin muss ja mit Vorbild vorangehen. Wie meinst du, dass du Schaden bekommen hättest von wem? Also warum von dem 12? Ja nämlich Schaden. Na, weil der mich viermal ins Gesicht haut. Aber jetzt machen wir es richtig. Da ist der Torben und den kann ich nicht jetzt von den Bären stellen. Der Torben! Oh, er hat den Weg hingefunden. Nehmen wir erstmal den Tiger. Ja. Ich krieg 12 Schaden von den Bären, habe ich gesagt. Ja, du hast recht. Aber das ist nicht so schlimm beim Priester. Du kannst dich ja hochheilen. Mhm. Also, du musst halt doch die Zeit dafür haben, dich hochzuhalten. Aber wenn sie da ist, da kommt. Ja, würde weiter ins Face gehen. Ja, ja. Willst du. Ja. Das wollte ich wissen. Er hat ja auch in the face, oder? Obwohl. Ja, ah, warte mal, er wird. Ja, er wird sowieso so gehen, ja, aber.
Dumm. Also dumm, es ist schlecht. Groß ist doch nicht so gut, ja. Wir haben ja noch Chancen, hier was zu ziehen und noch einen Heiligen Nova sowas zu ziehen. Und wahrscheinlich, ich schätze irgendwie so ein Face-Typ, ne? Da würde wahrscheinlich wieder Face gehen einfach. Glaubst du, das ist ein Face-Typ? Na guck mal, der hat wieder noch 13 HP, beziehungsweise dann noch 11 HP, das würde ich nicht gehen lassen. Scamopoxy, ne? Das Scamopoxy, ist, ja. Ne? Epoxy. Glücklicherweise war er so gierig, hat den Explosionsschuss schon rausgehauen, weil das wäre nicht perfekt Sport für den Explosionsschuss. Ja, das sind die das habe ich am Anfang auch gemacht. Wirklich die ganzen guten Karten so, oh, das passt raus. Oh, das passt raus. Aber den tieferen Nutzen dahinter zu sehen, das ist schon. Da muss man geduldig sein. Das kann natürlich auch losgehen. Wer es versuchen, jetzt lass die Hunde los. Ja, er trifft ihn auch noch. Oh. Zweimal, echt? Mhm. Scheiße. Oh, jetzt brauche ich eine heilige Nova. Nova, wo bist du? Oder seine Hunde brauche ich. Nein, verfliegt. Ja, seine Zack. Hunde, aber die Nova wäre mir schon noch lieber. Zack. Nova wäre das Beste, dann können wir jetzt Sportklinik noch im Leben bleiben. Ja. Aber die kam schon mal nicht. Was kriegt er für Karten von ihm? Auch nicht zum Leben bleiben, das ist schlecht. So, den traden. Oh, das von ist, der muss weg. Ah, das ist aber schlecht, weil. Also, wir kriegen. Ja. Wenn wir das traden, dann können wir noch einen Haufen Karten ziehen mit dem. Und wir haben nichts auf dem Feld, das Board zu clearen, so wirklich. Ich glaube, das war's, oder? Das traden, dann hat der 6, 8. 5, 8, 10, 11, hat genau 11 Schaden. Er hat aber noch den Schuss. Das, du bist tot, Maro. Nee, den muss ich töten, sonst bleib ich nicht mehr im Leben. Weil wenn ich einen Tiger töte, macht der mindestens auch noch 2 Schaden auf mich. Und okay, vielleicht noch meine Minions, die ich aufs Feld setze. Das heißt, der kommt weg. Ja, wir heilen uns und spielen den. Ja, der hat wahrscheinlich noch Damage in der Hand, ja. Oder hat er jetzt gehabt, der hat den Knirsch in der Hand und du hast den... Könnte er sagen? Ja, er hat noch 5 Schaden in der Hand. Hat er... Oh, die irre Kinder. Ah, der wäre es egal gewesen, wie wir getradet hätten. Okay, aber ich meine, und der Torben. Der Torben kam ja nicht raus. Ah. Aber er ist zumindest in der Hand. Ja, der hat mir jetzt aber war schon in der Startposition. Ja, hat er auch seine ganzen Removals schon gespielt gehabt am Anfang. Das heißt, wir kamen da nicht mehr drauf, um das noch. Hätten sie nicht klauen können von ihm. Da wurden wir der auch Torben, das ist der, das ist der, das ist auch ein. Der ist mir einer. Okay, ein Schamamama, ne? Der Torben. Der bleibt nicht in der Hand, der Torben. Der bleibt jetzt. Jetzt denkt er sich, ich bin verloren. So geht das nicht. Die 3 kann man eigentlich behalten. Das ist eine vernünftige Startkarte bei dir unserem Deck. Vor allem, weil der Schaman ja die ganze Zeit Totems raushauen kann. Das ist, wenn wir den Mana-Typen spielen. Eben. Und der Gurubashi freut sich auch. Wenn er ein 1-1 Totem wegmachen kann. Wer ist ein Schamane, wird wahrscheinlich den Torben blitzen, weil Torben zu schnell fährt. Und dann. Wahrscheinlich. Mal wir sehen. Aber weißt du, Hearthstone hat jeder denselben Kartenrücken. Doch so, jeder hat doch denselben. Alle jetzt diesen Frost. Deswegen nehme ich. Ich hab den grünen. Ich hab den von Naxxramas geholt. Ja, klar, du hast ja das ja auch am Verdienst. Aber jeder hat doch irgendwie gerade so in so Zeit diesen. Den Frost, oder? Deswegen will ich die auch nicht. Also, das ist der Grund, warum ich die nicht will. Weil sie einfach. Hä? Das ist Torbens großer Moment jetzt. Er steht dabei leider mit sich selbst, aber. Was erzähle ich jetzt der Mutter? Der Torben hat heroisch 2 gegen 1 getauscht. Wahnsinn. Torbens Mutter. Der Torben, der hat uns gebracht. Der spielt den Akkulite, oder? Natürlich. Wenn er dann einen da stehen lassen hat und nur 2 Mana hat, muss der Akkulite raus. Aber was ich sagen wollte, ist, dann würde ich mir als Kartenrücken nur
das geben, was ich mir auch irgendwie verdient habe. Wie Nax oder, weißt du, so unter Rank 20 zu kommen, das ist für mich kein Verdienst, finde ich. Weißt du, das ist halt, da habe ich mir nichts verdient, finde ich so, weißt du? Also ich würde mir, wenn, also ich habe auch diesen, also ich will den Legendary haben, den will ich unbedingt haben, den Kartenrücken. Hast du den? Nein, noch nicht, noch nicht. Okay. Den will ich unbedingt haben. Und was ich auch haben möchte, ist, also und was ich habe, ist dieser Gasthaus, weißt du, dass du mit drei Leuten in ein Netzwerk machen musst. Und da war ich bei so diesem Hearthstone-Event dabei. In Wien war das. Und da haben wir so einen Hearthstone und da habe ich mein iPad mitgenommen und haben gegen drei Leute halt. Gegen ein paar Leute halt gezockt. Und dann habe ich den bekommen. Und das ist auch irgendwo ein Verdienst, finde ich. Jetzt kein großer. Ich habe ihn mir auf halt billigere Weise geholt. Einfach über ein Hamachi. Ja, das ist kein Verlust. Aber ich musste außer Haus gehen. Fasching kaufen. Nova wäre jetzt aber eine feine Nova wäre schön gewesen, ja. Haben wir leider nicht bekommen. Also wird der geheilt. Und ich würde... Du könntest den Argus. Den Argus? Argus, das ist ein Argus. Wobei, ich glaube, ich nehme dir ein bisschen Schaden mehr hier drauf. Und lass ihn dafür am Leben. Ja, smart. Ich hätte es genau umgekehrt gemacht, aber so ist auf jeden Fall gescheiter. Stimmt. War gut. Ja, Vollelementar. Aber wir haben ja Anti-Vollelementar hier. Wir haben ja unser heiliges Feuer, genau. Unser heiliges Vollelementar. Okay, Feuer gegen Feuerelementar. Tschüss. Feuer wird mit Feuer bekämpft, genau. Weg damit. Eindeutig mehr Karten in der Hand. Wir haben vor allem Feld. Hier eine Mehrkarte in der Hand, weil es sind gleich Saiminkor zu mir. Wenn jetzt so ein Erdelementar rausgeholt oder sowas. Schon ein großer Fan vom Schlingedorn-Tiger, oder? Der Tiger ist auch ziemlich gut, ja. Du bist ein großer Fan, ich merke das. So. Ich finde ihn okay. Ich bin jetzt nicht so der Fan, aber du spielst ihn immer. Also jedes Mal ist er nicht schlecht. Er ist halt, das Vorteil ist, er bleibt halt auf dem Feld liegen. Damit kann ich angreifen. Ja, klar. Aber 5 Schaden ist jetzt auch nicht so. 5, 5 für 5 ist okay. Ja, nein, aber ich sag mal, ich denke halt nicht so oft an ihn, weil ich denke mir halt immer nur so, 5 Schaden. Passt. Aber ist halt, der Vorteil ist halt, er ist nicht durch AOE tötbar. Das heißt, du wirst ihn auf jeden Fall eine Runde einsetzen können. Ja. Nein, ich sage nicht, dass es schlecht ist. Boah. Konfis in Skype sind schrecklich. Ja, ich sehe sie auch. Alliance Stammtisch. Den sehe ich nicht, aber. Ui. Den 531 Nachrichten von gestern und vorgestern. TTT 23, also Travel Town 83 ist verrückt. Sehr froh, dass du in der geheimen WhatsApp-Gruppe bist von uns allen. Oder der anderen. Oh Gott, das kenne ich gar nicht. Ja, aber ich glaube, wir sollten so eine Konfi gründen, wo halt echt nur wichtige Sachen besprochen werden. Weil das geht halt total unter. Ich würde sagen, der Tiger holt den Ogre. Ja, das war ja der Plan, deswegen haben wir den überhaupt gespielt. Genau. Ich nehme mich gleich mit. Der mich hier stört, würde ich den wegmachen. Würde noch den hier töten. Weil sonst halte ich immer mal voll. Und den Gurubashi. Oh, good measure. Gute Sache! Amaru. Haben sie wieder sehr gut gemacht, finde ich. Jetzt hoffe ich, dass er was Großes spielt, weil meine Gedankenkontrolle, die lauert schon darauf. Die brodelt schon, die pulsiert in der Hand. Hast du das gehört, dass ein Typ Hearthstone das Spiel komplett nachgemacht hat als Kartenspiel? Also alle Karten ausgedruckt hat, die Karten hat einer gemacht, komplett. Das sieht so cool aus. Ach, schade, den kann ich nicht mal kontrollieren. Das hätte ich auch gerne. Ich hätte ein Hearthstone-Spiel, hätte ich gerne. Auf den Gurubashi, oder?
Die anderen beiden sterben eh, damals zwei große da stehen. Genau, Gurubashi auf den Zwerg und dann den Murloc. Hier ist noch einen kleinen, den Wichtel noch übrig, genau. Genau, ja. Genau, so machen wir das. Und wegen 3, gegen 4, falls er doch einen Mind-Control-Tag zieht, lass mal lieber so. Den 4-6er, er kann nur den Wichtel killen, aber den schenkt man ihn. Ich habe meine Beute. So, was spielt er da? Den Jäger, das ist auch immer so eine Bitch-Karte. Jetzt hat er Windfuror angemacht. Jetzt will er es wissen. Jetzt denkt er sich so, mit mir nicht, Lump. Aber wir sagen ihn. Wir sagen erstmal, was hast du so auf der Hand? Genau, wir sagen so, was hast du da? Zeig mal her. Dann würde ich den hier töten. Ja, würde noch eine Karte ziehen. Okay, Tusat, schade, weil der wird hier nicht traden. Oh, der Herr Tusat beehrt uns. Hör, jetzt denkt er sich so, aber ihr habt doch nicht geglaubt, dass ihr ohne mich... Komm, den musst du in der nächsten Runde spielen. Wenn das Held ist, was sich auch lohnt. Nein, das ist egal, du musst einfach nur Tusat spielen. Freut sich, komm, bitte gib nicht auf. Mal sehen, was auf dem Feld bleibt, dann entscheide ich danach. Er denkt sich aber schon mal, hm. Erstmal einen Totem beschwören. Schon mal taunt. Oh, ein Taunt-Totem. Na, lohnt sich Ketusa jetzt nicht. Oh, er lohnt sich immer. Oder mal, komm, hol ihn noch. Kommt auch nicht. Hier hat keiner gerufen, die blöde Lichtwächterin. Der macht mir 6 Schaden, also nicht so schlimm. Ketusa, die ist das Shit. Nein, da kann ich nichts anderes ausspielen, wenn ich Ketusa ausspiele. Ketusa. Nein. Na. Der würde sich wohl freuen und ich würde mich auch freuen. Der hat aber, gut, der hat 8 Leben. Dann kann ich angreifen. Ja, mach das, bringt alle Diener zum Schweigen. Also nur von dir. Oh, Keltusa! Oh, das ist geil, oder? Ich glaube, er sich freut. Ich habe ihn grinst. Ja, der lacht da. Er hat auch so einen schönen Ersatz gesagt, den du jetzt gerade nicht hören konntest. Was hat er gesagt? Keine Ahnung. Aber das ist ein langer Text. Aber wenn ich habe dazwischen gelabert, oder? Ein bisschen, aber nicht so schlimm. Ah, oh, schön, wir können sogar. Nein, er muss die Keltusa dir killen. Kann er nicht. Oder for the face. Nee, er kann nur for the face gehen jetzt in dem Moment. Also andere sind ja, das. Ja, oder vielleicht weiß er nicht, was der Keltusa kann. Oh, er hat... ja, weiß er nicht. Weiß er nicht. Er weiß nicht, was er kann. Dann kann ich mich gleich nochmal machen. Oh, cool. Das ist das... Oh, ich liebe ihn. Komm. Ja, weg und weg. Das ist doch die geilste Karte, oder? Du musst sie nicht mal heilen. Ne, doch, vor allem irgendwie AOE kommt. Aber wir hätten uns dann ja, hier 5-2er hinsetzen können. Keltusat holt ihn doch wieder. Oder warte mal, holt Keltusat? Ne, Keltusat holt immer. Ja, Keltusat holt immer wieder, jede Runde. Ja, das fiese ist, dass sein Effekt bockt nach dem vom Ragnaros. Das heißt, Ragnaros killt also, Keltusat und Keltusat bockt und rettet sich selbst wieder, genau. Aber wie kann man ihn dann töten? Nicht mit Ragnaros. Ragnaros. Oh, Keltusa, die beste Karte. Ja, war einfach draußen, genauso wie Torben. Ich habe eine neue Lieblingskarte. Der ist voll geil. Den werde ich auch in mein Deck unbedingt einbauen später. Wenn ich mein gutes habe. Das ist doch einer der besten Karten, Keltusa. Wenn du den auf das ist so eine richtig geile Troll-Karte. Urstark 6-8. Ist doch auch verrückt. Ja, ist stimmt. Die 6 ist wichtig. Da ist nämlich durch den Big Cam Hunter nicht tötbar. Ja, Keltusa ist die beste Karte. Ich liebe ihn. Also wenn du eine meiner Lieblingskarten. Der Punkt der Keltusa ist, er kommt, wenn du ihn spielen kannst, wenn ihr gleich auf seid, hast du gewonnen. Ja. Wenn du zurückliegst, dann hast du eh verloren und wenn du vorne liegst, dann hast du eh gewonnen. Aber wenn du gleich auf seid, ist das Shit. Und Keltusa. Aber ich würde sagen, das war's dann auch für die Folge. War's für die Folge. Dir danke fürs Mitspielen und anderen fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, danke, ciao. Ciao.